Jean Gilberto war in den USA und die wollten das lernen, wie das mit Bossa Nova ist. Das war ganz neu. Der ist dann, er hat diese Zupfen der Gitarre entdeckt. Es hat ein Jahr gedauert. Unter uns. Der wurde in der Psychiatrie von seiner Familie dorthin gebracht. Er war ein Jahr in der Psychiatrie, weil er nicht das, er musste, er hat nur gezupft. Und seine Mitbewohner, die konnte ihn nicht mehr ab. Und er hat keine Miete mehr bezahlt, seine Freundin, er ist so typischer Musiker von 2 Monaten, darf ich bei dir eine Nacht übernachten? Und dann 4 Monate geblieben und nur gezupft. Und die Familie hatte ihn dann in Psychiatrie landen lassen und er hat ein Jahr gezupft. Und nach einem Jahr, als er rauskam, hat er die Bossa Nova entdeckt. Und alle waren verrückt nach diesem neuen Rhythmus, nach diesem neuen, dieser sanfte Jazz. Und er musste dann nach den USA zupfen. Und er hat dann das gezeigt, wie es geht. Aber nach einem Jahr in New York, dann meinte er, ich will wieder nach Brasilien, ich will wieder Samba hören, ich möchte gerne schwarze Bohnen essen und Mama sehen. So danço Samba. Ich tanze nur Samba. Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Só danço samba, só danço samba, é, vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá, tchá, tchá. Só dança samba, só dança samba, vai, 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 vai. Só dança samba, só dança samba, vai. Thank you.
Elvis Spanut.